So, jetzt habe ich wieder, weiß ich nicht, eine halbe Stunde geguckt, wo ich hinfahren kann. Aber alles, was Strand ist, ist matschig. Ich habe es schon bei Instagram bei vielen gesehen. Die suchen auch ständig überall neue Plätze jetzt und keine Chance. Also ist alles zu matschig und das tue ich mir natürlich, wie ihr wisst, nicht an mit die Damen hier. Tada! Ja, deswegen fahren wir jetzt zurück zum Auslauf, weil da ist so ein bisschen City, da kann ich drumherum stehen, denke ich mal. Für eine Nacht geht das. Und dann kann ich mir morgen, ich meine, es ist ja heute ein bisschen trockener und schon ein bisschen wärmer. Dann trocknet das auch schneller. Und dann hoffen wir mal, dass wir morgen wieder irgendwo Richtung Strand fahren können für ein paar Tage wieder. Muss ja irgendwie die Zeit hier umkriegen, ne, bis das mit der Nova geregelt ist. Und dann kann ich auch mal wieder weitermachen. Jo, das mache ich jetzt. Später. Angekommen. Schon vor einer Weile. Ich habe jetzt kurz was gegessen, weil ich musste mal was essen und was trinken. Ne? Nadine muss auch mal was tun für sich. Ne? Ja, dafür waren wir schon. Davor waren wir natürlich schon hier auf dem Auslauf. Ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Ja, ich stehe jetzt direkt hier, weil ist einfacher. Ich habe einfach nichts gefunden, wo kein Matsch ist. Von daher ist es praktisch. Und Ömmchen ist jetzt auch müde. Ihr seht, ich habe jetzt hier schon angefangen, mit was zu basteln. Und ich denke, das geht ganz gut. Wenn es fertig ist, das zeige ich euch auf jeden Fall gleich noch. Oder morgen, je nachdem, wie schnell das trocknet. Und ja, dann werde ich die Nacht mal hier verbringen. Ne? Geht halt nicht anders. Und ich denke, so schlimm ist das für die Hundis gar nicht. Ich gehe mal raus. Man siehe da. Verrückt, oder? Ist das nicht verrückt? Gestern noch übelst kalt und so den ganzen Tag nur grau und dunkel und Regen, Regen, Regen. Und jetzt einfach mal 20 Grad und Sonne und angenehmer Wind. Ja, so läuft es hier in Spanien. Nicht? So läuft es hier. Da ist Party. Alles gut. Moment, da sind diese kleinen Mäuse. Nova. Nova hier. So ist fein. Gutes Mädchen. Die Mella. Und die Minimäuse. Hopp, komm, Emmy. Tja, da will man einfach mal in Ruhe irgendwie hier ein bisschen rumsitzen. Ich weiß nicht, was dieser Hund immer von mir will, aber es geht nicht näher. Die kann nicht ohne Mama. Die Minimaus kann nicht ohne Mama. Nein, kannst du nicht. Die ist so süß. Oh, guck mal, wie die hier hängt. Hauptsache, meine Mama. Hm? Du bist ein süßes Mäuschen, ne? Ja, du bist ja meine Minimaus. Mit die immer Kapokontakt haben und Bauch gekraulen. Ne? Bibi Mama? Ja, und knutschen. Den ganzen Tag knutschen am besten. Den ganzen Tag knutschen. Nasenknutschen. Nasenknutschen. Liebe dich. Liebst du mich mal auch? Ja, die Mami auch neben habt. Guten Morgen. Ihr seht, ich bin fleißig. Es ist noch früh. Wir haben noch kurz nach 8. Und die Sonne scheint. Ist nur jetzt kein schöner Ausblick, weil Zaun und Stadt und so. Aber wir fahren gleich auf jeden Fall weiter. Ich wollte euch jetzt nur kurz zeigen, wie süß der einfach jedes Mal ist, wenn ich hier sitze und es ist so circa eine halbe Stunde, wirklich Pi mal Daumen, eine halbe Stunde. Der hat das so im Kopf irgendwie. Eine halbe Stunde, wenn ich vom Bett aufstehe und hier sitze eine halbe Stunde. Und der kleine Mann hier und legt sich einfach hier und kuschelt weiter. Ist der nicht süß? Mein Hasebär, ne? Thank you.
matschiger Weg. Es war nicht weit, aber es war schon schlimm genug. Ich hoffe, ihr könnt mich hören, weil hier ist jetzt wenigstens Wind. Und da vorne wirst du zerstochen von Mücken. Von daher stehe ich jetzt hier und gucke da. Ja. Es ist ein Highlight. Auch wenn er jetzt nicht so rosa aussieht, wie er eigentlich ist. Aber das sind halt so verschiedene Algenarten, die auch gerne von den Flamingos also gefressen werden, weswegen auch die Flamingos eben rosa sind. Ne? Das hat irgendwie damit zu tun. Es ist auch ein wenig gelig hier, das Wasser, ist also nicht normales Wasser. Ja, ein bisschen salzig glaube ich schon, aber ich möchte es nicht probieren. Aber es ist echt mal cool hier zu sein und das ist auf jeden Fall ein Highlight. Ja, hier sind auch die Vögelchen und wie gesagt die Mücken. Ja, und ich stehe jetzt da vorne, aber ich werde hier nicht großartig spazieren gehen, weil ich durch verschiedene Apps gelesen habe, dass Wohnmobile hier gerne mal aufgebrochen werden, auch tagsüber. Deswegen hier stehen ist nicht so geil, weil da vorne stinkt es auch ein bisschen. Und wow, das ist ganz schön rutschig. Nova, bitte nicht so ziehen. Ja, und deswegen werde ich hier nicht groß bleiben. Ich habe Johnny hier im Blick und meine Alarmanlage ausnahmsweise mal an, obwohl das auch nicht viel bringt wahrscheinlich. Aber ja, deswegen lasse ich ihn da nicht groß alleine und werde jetzt gleich mal wieder irgendwo anders hin. Hupsala, düsen, wo ich dann ein bisschen spazieren gehen kann. Guck mal, wie schön die Tierchen. So, wir haben super geschlafen. Ich bin jetzt aber auch schon relativ früh wach gewesen, dafür, dass heute Freitag ist. Wir sind schon ein Stückchen weitergefahren an unserem geliebten Wald, wo ich ja letztens für 2 Tage stehen durfte und das war's dann. Ich hoffe nicht, dass die Polizei jetzt denkt, weil ich so früh bin, habe ich hier geschlafen, wenn die gleich vorbeifahren. Aber naja, kann ja nichts passieren über Tag, ne? Die sind ja alle nett. Ja, jetzt habe ich gestern, das sind so lustige Sachen, ne? Also ich werde ja eigentlich ständig, wenn man wirklich so lebt, dann wird man öfter mal weggeschickt. Ne? Und ich erlebe das ja öfter hier, egal in welchen Ecken ich bin. Ne? Und deswegen halte ich meine Plätze, wo ich stehen kann, halte ich für mich. Und habe da vielleicht weniger Leute, die das cool finden. Aber dafür bin ich safe für mich, ne? Weil ich muss ja nur mal ein paar Jahre so leben. Komm, Ladies, hopp bei mir. Und gestern habe ich dann lustigerweise diese ganzen Instagrammer, die jetzt alle, weiß ich nicht, explodieren, weil sie irgendwie Hippie Life machen. Hippie Life. Das ist schon lustig, dass die einfach immer alles auspacken, wo sie sind. Und sich dann einmal weggeschickt wurden. Und einmal, gestern wurde, glaube ich, einmal gesagt, dass sie da weg sollen, also dass das nicht erlaubt ist, da zu stehen. Dann sind sie in die Straße gefahren, genau wie ich das immer mache, machen muss. Aber das bei Instagram nicht erwähnt haben, dass sie nicht am Strand geschlafen haben. Und und heute Abend wollten sie wohl irgendwo schön parken, super schön. Ja, die standen noch nicht ganz, hatten den Motor noch nicht aus, da kam Polizei, sagt weg. Ne, und dann heißt es dann für mehr Realität auf Instagram. Ich lach mich tot. Ich meine, ihr kennt das Spiel, ne? Ich habe ja schon oft, sehr oft über diese ganzen Menschen, die das irgendwie so gerade anfangen oder damit Geld machen, wirklich mit dem Ganzen zeigen, wo sie sind, was sie machen, wie toll das easy ist. Und Emmy, komm, Schatzi. Und bei YouTube auch habe ich jetzt nur die Überschrift gelesen mit irgendwas. So haben wir uns das gar nicht vorgestellt mit dem Freistellen stehen, ne? Also
irgendwas in einem anderen Land, ne, das ist auch nicht so einfach. Oder eben auch, wird auch viel, ist auch viel mit Einbruch. Momentan höre ich sehr viel, dass überall eingebrochen wird und so weiter. Auch hier, also es ist überall möglich, machbar, kann sein, passiert. Bei mir Gott sei Dank noch nicht. Ich treffe immer ein paar Vorkehrungen und wenn ich mich sicher fühle, dann lasse ich ihn alleine. Mit den Hunden kein Problem, aber ohne Hunde ist es nochmal was anderes. Hol mich, Schatz. Hoppa, schnell, laufen. Ja, auf jeden Fall gehen wir heute unsere schöne große Runde mal wieder. Diesmal muss man da mal alleine bleiben. Komm, Emmy, hoppa. Oh, da kommt jemand. Und ja, die war jetzt 2 Tage im Auslauf, hat sich ausgeflitzt und wir fahren am Sonntag wieder dahin nach dem Markt. Weil bis Dienstag ist hier noch gutes Wetter. Das werden wir ausnutzen. So, alle da? Gut. Und ja, das machen wir dann. Und nächste Woche geht es an meine Haare, weil das geht gar nicht mehr. Die müssen neu. Und ich habe auch vorhin andere Farbe, aber das kommt erst später wahrscheinlich. Ja, und dann ganz viele Überlegungen momentan. Es ist einfach ein Hin und Her und ich weiß noch nicht, was ich machen soll. Aber erstmal hier laufen. Spanien hat schöne Sonne heute. Spaziergang, ey Leute, bestimmt irgendwie gefühlt 5 Stunden. So schön, Strand, Wald, die Mädels sind glücklich. Also ich war locker 2 Stunden, 2,5 unterwegs jetzt. Oh, das ist herrlich. So, wenn mit Wohnmobil jetzt noch alles in Ordnung ist, dann bin ich glücklich. Gibt es jetzt für die Mädels Frühstück und für den kleinen Mann und dann für mich. Ja, heute lasse ich es mir auch mal gut gehen. Ich habe ja alles da. Ich freue mich. So liegt sich doch super, ne? Trinken, essen. Ich weiß nur nicht, was das hier ist. Ich glaube, das weiß sie selber nicht. Wie liegen wir denn da, Schatz? Hübsches Mädchen, ne? Ja, alle satt. Einer isst noch. Ja, lecker Möhrchen. Jetzt sind alle glücklich, ne, Schatz? Du bist am Strand geflitzt, ne, Baby? Jo, mein Schatz, bist du. Ne, Kuschel? Ja. So, Friends, mein Frühstück. Zwei vegetarische Schnitzel mit lecker Spiegelei, bisschen Ketchup, Kaffee. Ja, das, ich denke, das geht um eins klar, oder? 13 Uhr haben wir jetzt. Kann nicht direkt warm essen. Lecker. So, liebe Leute, ich hab's getan. Ah, das ist der Rest und das sind meine Dreads. Ja, ich habe mal einfach einen Kahlschnitt gemacht, theoretisch, mit meinem ganzen Schmuck und so. Alles raus, weil da kommt die nächsten Tage was mehr, was Neues und alles wieder fresh. Von daher, das musste sein. Ja, jetzt sehe ich irgendwie komisch aus. Ich fühle mich auch gar nicht toll, aber die nächsten Tage, wie gesagt, geht's weiter.